Ja, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass Sie wieder gekommen sind. 2 Wochen sind vergangen seit der letzten Sitzung. Wo waren wir, wo sind wir, wo wollen wir hin? Fangen wir mal mit einem Ausblick an. Wir sind am Anfang, so scheint mir, eines neuen Blocks, einer neuen Einheit. Ich habe diese neue Einheit mit triadische und andere Ordnung überschrieben. Diese Überschrift oder dieser Titel ist dabei im doppelten Sinne zu verstehen. Also zum einen soll es in den folgenden 3 Wochen, vielleicht auch etwas länger, darum gehen, ganz konkret und jeweils dann exemplarisch generische Ordnungen der letzten, sagen wir, 250 Jahre zu analysieren, darunter die Trias, aber eben auch andere Ordnungen. Teils sind es nur zweiwertige, teils sind es 4- oder 5-wertige Ordnungen. Das werden wir uns anschauen. Und da in diesem ersten Sinne ist dann die Überschrift triadische und andere Ordnung zu verstehen. Es geht eben um die Trias und andere Ordnung. Zum anderen soll diese Überschrift aber auch so verstanden werden, dass häufig mit der Trias selbst schon, zugleich mit der Trias, andere Ordnung einhergehen. Was ich damit meine, wird sich vielleicht im Verlauf der heutigen Sitzung schon klären, spätestens dann aber in der nächsten Woche. Nur ein kurzes Beispiel jetzt. Ganz häufig wird, wenn man mit dieser Trias argumentiert, also Lyrik, Epik, Dramik, schon vorher eine Ordnung konstituiert, eine Opposition konstituiert, die sich dann aus Poesie und Prosa zusammensetzt. Und nur auf die Poesie wird dann diese Trias Lyrik, Epik und Dramatik angewandt. Das heißt also, dass der Trias tatsächlich noch eine andere Ordnung, ein anderes Ordnungsprinzip vorgeschaltet ist, in diesem Fall dann so die Differenz Prosa und Poesie. Das ist kein Einzelfall, das passiert ganz häufig, wird aber in der Regel nicht beachtet. Also auch die Trias fußt und beruht in ganz vielen Fällen eigentlich auf einer zweiwertigen Ordnung. Solche Fälle wollen wir uns anschauen. In diesem Sinne ist das auch zu verstehen, also triadische und das heißt eben und zugleich andere Ordnungen. Damit ist grob das Programm für die nächsten 3 Wochen ins Auge gefasst. Wir werden uns dabei einige bekannte und einige weniger bekannte Texte der Literatur- und Poetikgeschichte anschauen. Heute zum Beispiel Goethes berühmten und wirkungsmächtigen Text über die Naturform der Dichtung, aber auch zumindest kurz einen wesentlich unbekannteren Text. Heute zum Beispiel die Grundzüge zu einer deutschen theoretisch-praktischen Poetik aus Goethes Werken entwickelt aus dem Jahr 1821, verfasst von einem Herrn namens Josef Stanislaus Zauper. Wir werden dann in den nächsten Wochen aber auch im engeren Sinne wissenschaftliche Texte uns anschauen, darunter Emil Steigers Grundbegriffe der Poetik, ein sehr wirkmächtiges Werk der sehr frühen Nachkriegszeit. Gleiches gilt für Wolfgang Kaisers Monographie, das sprachliche Kunstwerk. Und wir werden uns mit strukturalistisch orientierten Beiträgen zur Gattungsforschung befassen. Das Ziel der folgenden Sitzung bzw. der folgenden Wochen ist damit grob umrissen. Ich möchte mir gemeinsam mit Ihnen eine Art Überblick von konkreten historischen Ordnungsweisen verschaffen und dabei Fragen stellen wie folgende: Wie und mit welchen Begründungen und aus welchen Interessen heraus wurden Gattungen überhaupt geordnet? Wie begründet man etwa die Trias? Welche Formen nimmt sie an? Mit welchen Ordnungen steht sie im Konflikt? Welche Ordnungen werden von ihr verdrängt oder zumindest an den Rand gedrängt? Heute werden wir uns solchen Fragen zunächst annähern, eben mit Goethes kanonischen Text über die Naturformen der Dichtung als erstem Zielpunkt, wobei ich mit Ihnen gemeinsam eine Art kontextualisierendes Close Reading dieses gar nicht so langen, aber doch sehr dichten Textes vornehmen möchte. Das allerdings, Sie sehen, das ist erst der 5. Punkt auf unserer heutigen Tagesordnung. Diesem 5. Punkt vorangehen, das liegt nahe 4 weitere Punkte. Beim ersten sind wir bereits, ein Ausblick und gleich noch ein Rückblick. Danach kommt Punkt 2. Da gibt es Raum für Fragen für Sie. Ich bin gespannt, ob Sie Fragen haben. Anschließend möchte ich Ihnen dann endlich, wie schon lange versprochen, die Ergebnisse der Auswertung des Fragebogens präsentieren. Dabei wird es, wie mir scheint, noch einmal notwendig sein, sich genauer zu fragen, mit was für unterschiedlichen Gattungsbegriffen wir es eigentlich zu tun haben. Denn offenbar ist es so, dass wir mit dem Wort Gattung nicht
irgendwie Unterschiedliches meinen, unterschiedliche Dinge bezeichnen. Man könnte sagen, es gibt verschiedene Arten von Gattungen oder auch, so habe ich es genannt, verschiedene Genres der Gattungen. Was damit konkret gemeint ist, kommt dann eben im Punkt 4 zur Sprache, indem wir uns einige Artikel aus dem Metzler Lexikon Literatur anschauen werden. Es folgt dann eben, wie gesagt, als fünftes ein Close Reading des Goethe-Textes. Doch noch einmal zurück. Zurück zu dem, was in den letzten Sitzungen passiert ist, was dort Thema war. Dieser Rückblick ist dabei auch deshalb angebracht, weil es in den letzten Sitzungen ja auch darum ging, eine spezifische Perspektive auf das Phänomen Gattung zu entwickeln. Grundlegend für diese spezifische Perspektive war dabei zweierlei. Erstens die Einsicht, dass Gattungen sowohl historisch als auch sozial relativ sind. Ich verstehe das zunächst einmal nicht als eine normative oder systematische Aussage, sondern als eine deskriptive Aussage, eine beschreibende Aussage. Wenn wir in die Bücher und in das literarische Leben schauen, sowohl heute als auch in der Vergangenheit, dann gibt es schlicht zahlreiche unterschiedliche Ordnungen. Manche sind bedeutender, manche sind unbedeutender, manche erscheinen uns heute vertraut, manche sind sehr befremdlich. Dass sie befremdlich sind, ändert allerdings nichts daran, dass es eben diese unterschiedlichen generischen Ordnungen gibt, dass sie da sind und dass sie sehr häufig die Signatur ihrer Zeit tragen, ihrer Kultur, ihrer sozialen Umwelt. Das wäre der eine Punkt. Grundlegend für die spezifische Perspektive, die wir in den letzten Wochen so langsam schrittweise entwickelt haben, ist eben noch ein zweiter Punkt. Was ich Ihnen in den letzten Wochen praktisch, also anhand von Beispielen vorführen wollte, das war eine Art Verzicht. Wir haben uns zwar auch, aber eben nicht primär damit beschäftigt, nach welchen Kriterien, nach welchen Textmerkmalen Gattungen eigentlich definiert werden. Stattdessen haben wir auf Akte des Ordnens und Gruppierens selbst geschaut. Oder anders gesagt, wir haben versucht, generische Ordnung als regulative und als Ergebnisse von Handlungen zu verstehen. Handlungen von Literaturwissenschaftlern durchaus, aber eben auch Handlungen von Buchhändlern, von Verlagsleuten, von Bibliothekaren und so weiter. Generische Ordnungen entstehen also innerhalb bestimmter sozialer Kontexte, so hatte ich gesagt, beziehungsweise Gattungen sind eine bestimmte, immer auch soziale Praxis des Gruppierens literarischer Texte. Mit dieser Praxis gehen dabei bestimmte Einzelpraktiken einher, so etwa Praktiken des Bestimmens, des Bezeichnens, des Systematisierens. Diese Praktiken wirken allerdings, so hatte ich letzte Woche überlegt, sie wirken noch etwas klinisch, sie haben etwas rein Wissenschaftliches, sie wirken so, als würden sie weitgehend interesselos erfolgen nach einem klaren, methodisch kontrollierten und transparenten Handlungsschema. So etwas mag es nun durchaus geben, nicht selten, aber sind diese reinen generischen Praktiken irgendwie verunreinigt. Das heißt, sie gehen einher, werden flankiert, ja sind mitunter durchwirkt von anderen Praktiken, die ich als politische generische Praktiken bezeichnet habe. Als politisch lassen sich diese Praktiken dabei deshalb bezeichnen, weil sie Ausdruck eines Kampfes um Ordnung sind, eines Kampfes eben um generische Ordnung. Dieser Kampf ist dabei keineswegs immer ein Krieg, manchmal ist er das durchaus, aber er ist keineswegs immer ein Krieg und er wird keineswegs immer autoritär geführt. Ja, tatsächlich ist es nicht selten eine Art demokratischer Vorgang. Wir haben das etwa an der Marginalisierung der Lyrik in den Buchhandlungen gesehen. Hier wird auf die Bedürfnisse und Interessen der breiten Masse Rücksicht genommen. Also wir haben hier tatsächlich so eine Art demokratische Gattungspolitik. Dennoch oder auch gerade deshalb handelt es sich hier um politische Praktiken, mittels derer generische Ordnungen verhandelt werden, wobei eben auch Gattungen marginalisiert oder glorifiziert, erhoben oder erniedrigt, ins Zentrum gestellt oder an den Rand gedrängt werden. Im Telefongespräch mit Daniela Seel ging es etwa auch darum, dass die Lyrik und andere hybride, stark experimentelle Formen teilweise ganz aus dem Buchmarkt und dem Buchhandel verschwinden und nunmehr auf dem Kunstmarkt oder jedenfalls im System Kunst verhandelt werden. Eine wichtige Rolle spielt hier nicht zuletzt die Frage, wie tolerant oder besser, wie aufnahmefähig etwa der Buchmarkt gegenüber abweichenden oder auch hybriden Texten ist. Also gegenüber Texten, die sich aus welchen Gründen auch immer dagegen sperren, in konventionalisierte Ordnungsraster eingeordnet zu werden.
Deutlich wird an diesen Beobachtungen dabei auch, dass generische Ordnungen eben sehr häufig eine normative Dimension entfalten. Sie legen etwas fest, legen fest, wo etwas hingehört, wo man sich einordnen lassen kann. Und indem sie diese Einordnungsmöglichkeiten festlegen, schaffen sie zugleich Räume, meist sind es dann periphere Räume für das, was sich eben nicht einordnen lässt, was irgendwie anders ist, Räume für das Nicht-Normierte, für das Heteronome, für das Abweichende. Heteronorme für das Abweichende, also für das Queer, könnte man sagen. Ich erinnere noch einmal kurz, nur um das Beispiel zu nennen, an ein Buch, das eben Daniela Seel auch genannt hat und das wir uns auch schon mal angeguckt hatten, nämlich an Oswald Eggers. Nun ja, das ist ein hybrides Werk, die ganze Zeit, das eben im Kindler-Lexikon tatsächlich in so einer Art queerer oder eben abweichender Kategorie untergebracht ist, nämlich unter Weiteres, Weiteres. Also das ist so viel jetzt zur grundlegenden Perspektive. Der Fokus soll nicht so sehr auf Merkmale von Gattungen, sondern eben auf den Praktiken liegen, aus denen Gattungen hervorgehen oder die mit Gattungen einhergehen. In der letzten Sitzung habe ich nun zudem angedeutet, dass ich mich bei diesen spezifischen, an Praktiken interessierten Blick einmal oder inspirieren lassen möchte von den Gender Studies. Ich bin dann entsprechend auf das Konzept des Doing Gender eingegangen und habe auf Ähnlichkeiten bei der spezifischen Perspektive hingewiesen. Der Doing Gender Ansatz, so habe ich referiert, legt seinen Fokus nicht so sehr auf Merkmale, sondern auf, so heißt es, interaktive und institutionelle Bereiche. Er schaut also, wie Geschlechtszuweisungen in sozialen Interaktionen vorgenommen werden, schaut auch, wie dabei kulturelle Konventionen aktualisiert und zementiert werden. Schaut aber eben auch, wie sie dort womöglich unterlaufen, unterwandert, verdreht und so weiter werden. Damit einher geht eben auch ein Fokus auf soziale Handlungen und soziale Handlung der Zuweisung. Und damit einher geht ein Fokus auf performative Sprechakte, also auf konkrete sprachliche Handlungen, mit denen etwas gemacht wird. Sprechen und dabei, indem man spricht, Handlungen vollziehen, etwas machen. Zum Beispiel wird eine Gattung eben bestimmt oder bezeichnet oder eine Gattung wird zur Königsgattung ernannt oder als marginale Gattung ausgegrenzt. Bei solchen Sprechakten geht es dann weniger darum, ob sie wahr oder falsch sind, sondern dass sie konkret etwas machen, Ordnung herstellen, Gattungen taufen und so weiter. Wir werden auf diesen Aspekt mehrmals noch zurückkommen. Neben dieser spezifischen Perspektive auf Gattung habe ich darüber hinaus vorgeschlagen, noch zwei weitere Komponenten oder zwei Konzepte, zwei Denkfiguren aus dem Doing-Gender-Ansatz zu übernehmen. Das ist die Denkfigur der Naturalisierung und die Denkfigur der kontextuellen Kontingenz. Mit der letzteren wird darauf hingewiesen, dass sich nicht in allen sozialen Kontexten oder dass nicht in allen sozialen Kontexten die Geschlechter beziehungsweise für unseren Fall dann die Gattungskategorien relevant gesetzt werden. Es gibt, also nun ausschließlich mal formuliert mit Blick auf Gattung, es gibt zahlreiche Bereiche der literarischen Kommunikation, des literarischen Lebens, in denen Gattungen keine Rolle spielen. In anderen Bereichen hingegen schon. Und zu fragen ist daran anschließend, warum eigentlich spielen Gattungen in bestimmten Bereichen eine Rolle, in anderen hingegen nicht. Ich kann diese Frage noch nicht beantworten. Wir werden, glaube ich, im Laufe der Vorlesung weitere Beobachtungen sammeln, die sich vielleicht irgendwann zu so einer Antwort konturieren oder zumindest uns eine Antwort näher bringen. Die andere Denkfigur, die ich aus dem Doing-Gender-Ansatz übernehmen möchte, und rübernehmen möchte in die Gattungsforschung, ist die Denkfigur der Naturalisierung. Die dahinter stehende Idee ist im Grunde relativ einfach. Geht man davon aus, dass Geschlecht tatsächlich eine soziale Konstruktion ist, dann sind alle Akte und Handlungen, in denen gesagt wird, Geschlecht sei natürlich gegeben, zugleich Praktiken der Naturalisierung. Sie setzen etwas als natürlich und gegeben, das doch eigentlich sozial konstruiert und insofern gemacht ist. Übertragen auf die Gattungsforschung bedeutet das, wenn wir der Meinung sind, dass Gattungen nicht vom Himmel fallen oder auf Bäumen wachsen, sondern eben in sozialen Interaktionen entstehen, dann sind jene Positionen, die konstatieren, Gattungen seien auf irgendeine Weise natürlich, seien vorgegebenen, dann sind das naturalisierende Praktiken. Mir geht es mit dieser Vorstellung, ist mir wichtig, mir geht es nicht darum, hier eine Wertung vorzunehmen. Es geht mir auch nicht darum zu beurteilen, ob diese Naturalisierung von Gattungen vielleicht richtig oder falsch sind. Es geht mir schlicht darum festzustellen, dass Gattungen mitunter und nicht selten naturalisiert werden. Goethes Text, den wir uns später anschauen werden, ist dafür ein gutes Beispiel. Heißt es doch gleich am Anfang des Textes,
es gibt nur drei echte Naturformen der Poesie. Dazu dann aber später mehr. Ich bin erstmal mit dem Rückblick durch, habe nochmal wichtige Punkte zusammengefasst und würde Ihnen jetzt Raum geben, Fragen zu stellen, wenn Sie Fragen haben. Ich habe vorhin gesagt, es ist das Regulativ und das Ergebnis von Praktiken. Das ist, Gattungen gehen nicht auf in Praktiken, obwohl das schon die Tendenz ist, die dahinter steckt. Also die grundlegende Idee ist es, wegzuschieben von Merkmalen. Also als Regulativ meine ich sowas, es gibt natürlich bestimmte Konventionen, die wir irgendwie internalisiert haben, die wir sozial erworben haben. Das heißt, wir wissen ungefähr, wir sehen das ja gleich beim Fragebogen, wir wissen ungefähr, was ein Roman ist, wie auch immer. Und wir wissen auch ungefähr, wie wir einen Roman lesen sollen, nämlich zum Beispiel anders als Lyrik. Lyrik lesen wir in der Regel viel langsamer und so weiter. Insofern, und das sind generische Praktiken schon, so eine Lektüre, jetzt mal nur auf die Lektüre. Aber andere generische Praktiken sind eben dann das Ordnen von Literaturwissenschaftlern. Da haben wir natürlich immer bestimmte Regulative im Kopf, die Tradition, die Geschichte der Gattungen und der Systeme, der Gattungssysteme, gleichzeitig und handeln in diesem Sinne und dann entstehen Gattungen. Die Frage, wo Gattungen eigentlich existieren, ist eine gute Sache. Sie sind ja nicht ein einzelner Text, ist ja keine Gattung, sondern es sind schon bestimmte Wahrnehmungskategorien, die eben aus diesen Praktiken resultieren, beziehungsweise eigentlich nur wirklich zur Anschauung kommen in diesen Praktiken. Und das ist das Schwierige. Es sind nicht nur Praktiken, da ist noch etwas anderes, nämlich sowas wie abstrakte Konventionen oder internalisierte Konventionen. Genau, also ganz kann man sie nicht außen vor lassen. Das wäre sinnlos, weil man dann tatsächlich den Gegenstandsbereich völlig aus dem Blick verliert. Mir geht es tatsächlich darum, eben das nicht primär zu setzen, sondern eher zu schauen, was macht jemand, wenn er sagt, Lyrik und Epik und Dramatik unterscheiden sich so, dann interessiert es mich gar nicht so sehr, also wir werden das auch sehen bei Goethe, nicht so sehr, was er eigentlich sagt, was sind die Kriterien, die irgendwie Lyrik, Epik, Dramatik auszeichnen, sondern was macht er eigentlich, indem er diese Handlungen vollzieht? Ich glaube, dass wie weit das aufgeht und wie weit das funktioniert, wird tatsächlich diese Goethe-Analyse mal einmal versuchen, vor Augen zu führen. Ganz aus dem Blick geraten kann man das nicht. Das ist aber allerdings gleichzeitig diese Tradition, es gibt eine lange Tradition in der Gattungsforschung, auf einige Sachen werde ich auch eingehen, die eben diesen Fokus auf die Merkmale richten und tatsächlich im Grunde völlig kontextlos so eine Philosophie, Gattungsphilosophie-Geschichte schreiben und immer nur verschiedene Merkmalssysteme miteinander vergleichen. Da wird eine wesentliche Dimension, nämlich dass da bestimmte Interessen hinterstehen, wenn Goethe diesen Text schreibt, dass er was will mit diesem Vorschlag oder eben andere Leute, dass sie was wollen, indem sie diese Gattungssysteme entwerfen und Texte ausgrenzen, Texte ins Zentrum stellen. Das gerät dann so aus dem Blick. Deshalb dieser Versuch, nicht das aus dem Blick zu nehmen, ganz aus dem Blick zu verlieren, sondern einfach einen anderen Fokus zu setzen, einen anderen Schwerpunkt. Grundsätzlich muss man wohl davon ausgehen, dass Gattungen sind hochdynamische Gebilde eigentlich. Also umso näher wir der Gegenwart kommen, umso mehr. Und umso mehr wir uns in so einen hochkulturellen Bereich gehen, wo es nicht um Schemaliteratur, um Trivialliteratur geht, auch dann nochmal mehr. Wir haben ja, was wir im Blick haben mit der Gattungsforschung, beziehungsweise mit der Gattungspoetik,
ist ja nochmal so eine Art reflexiver Diskurs, der eben poetologischer Diskurs, der diese Phänomene des Literarischen beobachtet, also die konkreten literarischen Texte beobachtet und davon ausgehend mal mehr, mal weniger wertfreie Ordnungen versucht zu erzeugen. Dieser ganze Prozess, dieser reflexive Diskurs funktioniert natürlich nur, wenn er immer sagt, ich beobachte noch die literarische Wirklichkeit, wo tatsächlich immer was passiert. Und also eine große Entwicklung ist dann im 19. Jahrhundert zum Beispiel, dass der Roman, der da ist, und der Roman wird bis in die 1830er, 1840er hinein von der Gattungsreflexion nicht wahrgenommen, fast nicht. Der wird ausgeblendet. Irgendwann wird der so präsent, der Roman, und bestimmte Annahmen der Gattungsbeschreibung, Gattungspoetik werden fallen gelassen, unter anderem, dass alles Unterhaltsame irgendwie ausgesondert werden muss. Und dann ändert sich natürlich auch die Gattungspoetik. Das ist ein ständiger Wechselprozess, wobei es da Pole gibt. Also es gibt tatsächlich Ansätze, die stark deskriptiv arbeiten, die sagen, es geht uns darum, irgendwie literarische Wirklichkeit zu beobachten und davon ausgehend dann irgendwie Gattungsordnungen zu erstellen. Aber es gibt eben auch den anderen Pol, der sagt, wir sind normativ bzw. deduktiv, postulieren aus irgendwelchen Systematiken heraus, Hegel wäre so ein Beispiel, aus irgendwelchen Systematiken heraus unsere Systeme und gucken dann auch durch diese Systeme erstmal auf die Wirklichkeit und dann fällt alles raus, was auf diese Systeme nicht zutrifft. Also da gibt es unterschiedliche Typen. Grundsätzlich ist diese Kopplung noch an die literarischen Werke gegeben und auch notwendig. Ich hoffe in einer späteren Sitzung, dass einmal an einem Text vielleicht wieder von Goethe, Hermann und Dorothea oder an der Wilhelm-Meister-Rezeption zu zeigen, was da passiert in dieser durch Werke, die auf einmal Gattungssysteme irgendwie konsolidieren oder in Frage stellen. Ja. Da wird es direkt in Punkt 4 wird es im Grunde fast nur darum gehen. Ich habe das bis jetzt immer synonym verwendet, also weil ich diese Festlegung noch nicht machen wollte und weil wir es häufig eben auch synonym verwenden. Gerade wenn man in internationalerer Bereich geht, also im Englischen heißt es dann häufig auch noch kind. Aber also die Möglichkeit, überhaupt sprachlich zwischen Gattung und Genre zu unterscheiden, ist eigentlich eine der deutschen Sprache vor allem. Das macht es nochmal interessanter, aber auch schwieriger. Ja, ich habe es synonym verwendet. Wir hatten dieses eine Beispiel schon mit Harald Fricke, der sagt, es gibt sowas wie Genres und Textsorten. Und Genres sind dann historische Konstrukte und Textsorten sind systematische Konstrukte. Das ist so ein Verwendungsvorschlag, der durchaus plausibel ist. Letzte Woche habe ich da ein bisschen gegen argumentiert, aber das klären wir gleich. Also klären nicht, aber ich zeige Ihnen, wie das gemacht wird von anderen. Ich habe da keinen Klärungsvorschlag so richtig. Ja? Weiter. Gut, machen wir nächste Woche wieder. Damit sind Ihre Fragen geklärt oder zumindest beantwortet. Und wir kommen zum Fragebogen. Das waren meine Fragen an Sie. Ich hatte Ihnen kurz zur Erinnerung ganz zu Beginn der ersten Vorlesungssitzung 5 Fragen gestellt. Ich vermute, Sie würden einige dieser Fragen heute anders beantworten, aber genau das wollte ich vermeiden. Deshalb haben wir ihn ganz am Anfang der ersten Sitzung gemacht. Sie sollten weitgehend unbeeinflusst sein von dem, was ich hier sage. Deshalb habe ich auch zunächst mit der ersten Frage danach gefragt, ob Sie zugleich das Seminar besuchen, das parallel stattfindet zu dieser Vorlesung. Denn dieses Seminar hatte eben bereits einmal stattgefunden, als die erste Vorlesungssitzung stattfand, und das hätte die Ergebnisse verfälscht. Also die erste Frage diente uns nur dazu, die Fragebögen der bereits etwas mehr informierten Seminarteilnehmer auszusortieren. Übrig geblieben sind dann am Ende 84 Fragebögen, die Cosima ausgewertet, und ich habe die Daten dann weiterverarbeitet. Und die Ergebnisse sehen Sie gleich, also Ergebnisse von 84 Fragebögen. Die zweite Frage, wir können sie hier noch einmal lesen. Es ging darum, oder Sie wurden darum gebeten, die drei wichtigsten, Ihrer Meinung nach wichtigsten Gattungen zu nennen.
Wir haben dann nicht gezählt, in welcher Reihenfolge sie diese Gattungen genannt habe. Das war uns nicht wichtig. Gezählt haben wir nur die jeweiligen Nennungen. Das Ergebnis sieht so aus. Genannt wurden insgesamt 21 Gattungen, wobei wir eine sehr, sehr klare Tendenz haben. Drama, Lyrik und Epos oder Epik stehen mit ganz großem Abstand an der Spitze. Das Drama steht dabei sogar ganz vorne. Das liegt aber nicht zuletzt daran, dass sie bei den anderen Spitzenreitern nochmal unterschieden haben. Also zum Beispiel bei Lyrik wurde Lyrik nochmal in Gedichte, Lyrik und Gedichte unterschieden. Das könnte man zu einer Kategorie zusammenfassen. Und gleiches gilt für die Epik. Neben der Epik wurden nämlich noch ebenfalls ganz weit vorn genannt der Roman, Erzählungen und Erzähltexte sowie Prosa. Auch hier könnte man unter Umständen überlegen, dass man das zusammenfasst, wobei dann natürlich schon Schwierigkeiten entstehen, denn Prosa, ist Prosa gleich Epik, ist Prosa gleich Roman? Da werden wir noch weiter drüber diskutieren. Was man darüber hinaus feststellen kann, ganz schlicht, die ersten 7 Einträge lassen sich mehr oder weniger auf den Nenner der Gattungstrias bringen. Man kann dann nochmal, wir werden sie noch ein paar Mal lesen heute, Goethes Naturformdefinition zitieren. Es gibt eben nur 3 echte Naturformen der Poesie, Epos, Lyrik und Drama. Da sind Sie und Goethe ganz einer Meinung. Sie wurden zwar nicht nach den Naturformen gefragt, das muss dann so viel muss man zugestehen, aber nach den wichtigsten Gattungen, aber eben in der Mehrheit fiel ihre Antwort so aus wie die Antwort von Goethe. Nächste Frage, also 3. Frage, in der ging es um ihre individuelle Lektüre, also sie wurden gebeten anzugeben, was sie lesen, wie sie oder was sie lesen, wenn sie denn was lesen. Hier sind die Ergebnisse. An der Spitze steht in diesem Fall der Roman, eben die Königsgattung der Gegenwartsliteratur. Wir haben auch darüber schon ein paar Mal gesprochen. Es folgt eine weitere narrative Gattung, die Erzählungen. Das, was man abstrakt dann Epik nennt, steht also hier ganz ungefochten an der Spitze. Dramen und Gedichte sind hingegen etwas abgeschiedener, wenn es um ihre individuellen Vorlieben geht. Vor denen stehen zum Beispiel noch faktografische, journalistische Medien, Zeitungen und Zeitschrift. In diesem Fall und, man merkt, dass sie Studierende sind, Fachbücher. Um ihre persönlichen Vorlieben ging es auch in der 4. Frage, da sogar ganz explizit, haben sie eine Lieblingsgattung, wurde dort gefragt und wenn ja, welche? 47 Personen haben gesagt, sie haben eine Lieblingsgattung. 45 davon haben konkret gesagt, welche. Auch hier sehen Sie, der Roman steht an der Spitze, aber auch Lyrik und Dramatik stehen relativ weit vorn. Was man darüber hinaus auch bei den anderen Fragen schon sieht, ist, dass es auf den unteren Plätzen werden sowas wie spezifische Interessen irgendwie sichtbar. Interessen-Fandom könnte man auch sagen, Interessen an sehr konkreten Genres, etwa dem Krimi oder der Fantasy oder der Heavy Science Fiction. Also hier kommen dann so individuelle Vorlieben raus. Man sieht, die sind auf die Menge besehen dann speziell, aber sehr klar konturiert im Einzelfall. Und wir sehen natürlich die starke Position des Romans. Und wir sehen, dass wenn sie gefragt werden, auf verschiedene Weise gefragt werden nach dem, was sie lesen, was sie mögen, was sie für richtig halten, immer wieder die Gattungstrias ziemlich präsent ist. Wir schauen noch mal ein bisschen weiter, nämlich die 5. Frage, die war etwas länger und bestand aus mehreren Teilen. Ich lese sie noch mal einmal vor. Kreuzen Sie an, welche der folgenden Begriffe Ihrer Meinung nach eine literarische Gattung bezeichnen und welche nicht. Wenn Sie den Begriff nicht kennen, machen Sie an entsprechender Stelle ein Kreuz. Wenn Sie der Meinung sind, der Begriff bezeichnet eine Hauptgattung, können Sie zusätzlich in der letzten Spalte ein Kreuz machen. Zur Auswahl standen dann insgesamt 45 Begriffe. Das macht die Diagramme relativ unübersichtlich, aber ich versuche es mal selektiv vorzugehen. Und zwar zunächst schauen wir mal nach der Frage, also nach der Teilfrage, auf die Teilfrage nach den Hauptgattungen. Das Ergebnis fällt hier, wie nicht anders zu erwarten, ganz ähnlich aus wie bei der 2. Frage nach den wichtigsten Gattungen. Wir sehen hier die ersten 15 Nennungen, die Top-Nennungen.
Lyrik, Drama, Epik sind ganz oben, gefolgt dann von den ausdifferenzierten epischen Gattungen Prosa, Erzählung und Roman. Das ist nicht verwunderlich. Ein wenig interessanter wird es allerdings, wenn man sich eine andere Teilfrage anschaut, nämlich die Frage, welche dieser Begriffe überhaupt eine Gattung bezeichnen. Sie sehen hier die 20 häufigsten Nennungen. Erstaunlicherweise stehen hier die drei abstrakten Begriffe Lyrik, Dramatik, Epik nicht an der Spitze, was doch eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Schauen wir zum Beispiel das Beispiel Lyrik an. Die Lyrik hat nur 49 von Ihnen halten die Lyrik für eine literarische Gattung. Das wird besonders interessant, wenn man das vergleicht nochmal eben mit der Frage nach den Hauptgattungen. Da sind es dann 77 Nennungen. Sie haben eine Frage. Genau, das wäre auch eine meiner Vermutungen, also dass das zusätzlich tatsächlich überlesen wurde. Hier steht es, vielleicht haben sich einfach einige gedacht, wenn man schon bei Hauptgattung ein Kreuz macht, muss man bei literarischer Gattung nicht ein Kreuz machen. Das wäre eine Erklärung und das ist vielleicht sogar die einfachste. Eine andere ist, und vielleicht trifft die nur auf einige Fälle davon, dass hier tatsächlich versucht wurde, einen Unterschied zu machen. Also dass es sowas gibt wie einen qualitativen Unterschied zwischen literarischen Gattungen und Hauptgattungen. Also dass man sich irgendwie denkt, Lyrik ist doch schon eine Hauptgattung, dann kann sie nicht auch noch eine normale literarische Gattung sein. Da schauen wir mal. Das würde sie sehr nah in die Richtung eines goethischen Denkens bringen, wenn sie so gedacht hätten. Die Erklärung mit dem, dass man sagt, das zusätzlich wurde überlesen, ist auch sehr, sehr plausibel, muss ich zugestehen. Die beiden letzten Teilfragen kommen wir dazu. Die eine fragte danach, was ihrer Meinung nach keine literarischen Gattungen sind. Die andere danach, welche Gattungen sie gar nicht kennen. Zur ersten Frage. Welche der folgenden Begriffe bezeichnen ihrer Meinung nach keine literarische Gattung? Sie sehen hier alle Begriffe mit 30 oder mehr Nennungen, also Begriffe, die jeweils mehr als ein Drittel von ihnen ausgeschlossen haben. Hier finden wir zum einen Begriffe, die uns schon in der ersten Vorlesungssitzung vor allem in einer Kategorie begegnet sind, nämlich in der vierten Gattungskategorie. Also das sind faktuale und journalistische Formen, etwa die Literaturkritik, der Kommentar und das Interview oder die Reportage, aber auch Tagebuch, Brief und Predigt. Ich erinnere nochmal an das Handbuch der literarischen Gattungen von Dieter Lamping, wo viele dieser Textsorten, dieser Formen, dieser Gattungen in der Rubrik 4 Mischformen und hybride Texte eingeordnet wurden und von ihnen nicht als literarische Gattungen angesehen wurden. Wir haben dann weiterhin hier noch einige Gattungen, Genres der Gegenwartsliteratur, aktuelle Genre-Literatur bezeichnet man das auch mitunter, also Vampirromane, das ist Vampirromane, Horror und Science Fiction. Dass es Vampirromane gibt, wissen wir mittlerweile aus der Buchhandlung Schmidt und Hahn am Bahnhof, wo es tatsächlich ja eine Rubrik Vampirromane sogar gibt. Und auch die anderen sind natürlich medienindifferent. Das ist vielleicht auch noch ein Grund, der hier im Hintergrund steht, dass Horror natürlich irgendwie nicht nur literarische Medien bezeichnet, sondern medienindifferent ist. Also auch Horrorfilme und so weiter. Also, schließlich gibt es dann noch, das wäre noch, das weißt du, so ein Set an Begriffen, auf die ich erstmal markiert habe, da gehe ich gleich drauf ein. Das ist Allegorie, Idylle, Epigramm, Elegie, Lehrgedicht oder Kantate, das schauen wir uns gleich nochmal an. Vorerst aber nochmal die letzte Teilfrage, also welche Begriffe kennen Sie nicht? Sie sehen hier alle Begriffe, die dreimal oder häufiger genannt wurden. Viele sind Ihnen im Prinzip bekannt und es waren nur einzelne, die das nicht kannten. An der Spitze steht die Epopöe. Das ist einfach nur ein anderer Begriffsname für das Epos, dass der offenbar völlig veraltet ist. Nicht nur das Epos, sondern auch die verschiedenen Begriffsnamen zeigt sich hier. Selbst Studierende der Literaturwissenschaft können mit diesem merkwürdigen Wort nichts mehr anfangen. Darauf folgt dann ein Begriff, der
ähnlich wie der Vampirroman, auch einfach ein aktuelles Genre bezeichnet, Chicklit. Chicklit ist, sagt Wikipedia, anspruchslose Frauenliteratur oder Tussi-Literatur. Das sagt Wikipedia. Ein Meilenstein, so nennt Wikipedia, oder Meilensteine dieser Gattung seien etwa Schokolade zum Frühstück und Sex and the City. Chicklit wäre eine weitere Aufgabe für Forschung zum Thema Gender und Genre. Aber das nur nebenbei. Sie nennen dann auch noch andere Gattungen der gegenwärtigen Literatur, unter anderem die Dystopien, also das sind negative Utopien vor endzeitlichem Hintergrund, oder eben Adelsromane, die kennen wir auch aus der Buchhandlung Schmidt und Hahn hier am Bahnhof in Göttingen. Auch hier gibt es dann noch eine Menge von Begriffen, die ich nur erstmal hervorheben will. Es sind das etwa eben die genannte Epopöe, die Heroide, die Kantate, die Epistel, das Epigramm, die Elegie, die Idylle, die Ode, das Lehrgedicht, die Romanze, die Allegorie, die Parodie und Satire. Einige davon sind zwar den meisten von Ihnen bekannt, ne? Also das sind nur 5 Personen, die Allegorie nicht kennen. Aber selbst dann, wenn die Begriffe bekannt sind, gelten sie ihnen häufig nicht als Begriffe literarische Gattungen. Ich schalte noch einmal zurück. Wir hatten zu dieser anderen Teilfrage, was eben zur Frage danach, was keine literarischen Gattungen sind. Auch hier sehen Sie eben Begriffe wie Allegorie oder Idylle, Parodie oder Romanze mit sehr großer Häufigkeit genannt. Was hat es mit den Begriffen auf sich? Sie wissen es wahrscheinlich schon. Nehmen wir noch einmal Goethe. Diesen Spruch kennen Sie bereits. Es gibt nur 3 echte Naturformen der Poesie und so weiter. Unmittelbar vor diesem Abschnitt über die Naturformen der Dichtung steht jedoch noch ein anderer Abschnitt. Er trägt den Titel Dichtarten und dieser Abschnitt beginnt so. Allegorie, Ballade, Kantate, Drama, Elegie, Epigramm, Epistel, Epopöe, Erzählung, Fabel, Heroide, Idylle, Lehrgedicht, Ode, Parodie, Roman, Romanze, Satire. Wenn man vorgemeldete Dichtarten, die wir alphabetisch zusammengestellt und noch mehrere dergleichen methodisch zu ordnen versuchen wollte, so würde man auf große, nicht leicht zu beseitigende Schwierigkeiten stoßen. Mit einem ganz selbstverständlichen Gestus meldet Goethe hier eine Reihe von Dichtarten, es sind insgesamt 18, die er offenbar bei den Lesern des Jahres 1819, also da wird dieser Text veröffentlicht, als ohne Frage bekannt voraussetzt. Wie aber sieht es bei uns aus? Wie bekannt sind diese Dichtarten heute? Die Ergebnisse haben wir bereits gesehen, ich zeige es Ihnen nochmal. Auf die Frage, welcher der folgenden Begriffe keine literarischen Gattung bezeichnet, antworteten Sie so und haben damit von Goethes 18 Begriffen insgesamt 8 verabschiedet, nämlich Allegorie, Kantate, Elegie, Epigramm, Idylle, Lehrgedicht, Parodie und Roman. Und die Frage, welche Begriffe Sie nicht kennen, antworten Sie so und haben damit sogar 13 von Goethes Begriffen verabschiedet. Was machen wir damit? Nun, halten wir zunächst einmal ganz sachlich fest, Sie haben eine ziemlich stabile, und zwar sogar gegenüber Ihren eigenen Lektürevorlieben, stabile Vorstellung davon, dass es einige Hauptgattungen gibt oder eben auch wichtige Gattungen, nämlich die 3 Gattungen Lyrik, Dramatik, Epik, wobei Sie bei Epik dazu tendieren, nochmal zu unterscheiden in Prosa, Roman, Erzählung. Ganz wie bei Goethe, der eben auch diese 3 Hauptgattungen als Naturformen bezeichnet. Zugleich gibt es dann ein Feld von Begriffen, die Sie entweder nicht kennen oder nicht mit literarischen Gattungen in Verbindung bringen. Nicht wenige dieser Begriffe werden jedoch von Goethe als Gattungen oder genauer als Dichtarten durchaus anerkannt, ja sogar in einer recht exklusiven Auswahl genannt. Also was machen wir damit? Man könnte jetzt damit zum Beispiel Folgendes machen. Ich habe Ihnen letzte Woche bereits eine Unterscheidung vorgestellt, die auf den Literaturtheoretiker Harald Fricke zurückgeht. Fricke unterscheidet in seinem Buch Norm und Abweichung zwischen 2 Arten von Gattungsbegriffen. Auf der einen Seite gibt es rein systematische Ordnungsbegriffe, die so etwas wie überzeitliche Gültigkeit haben oder doch zumindest beanspruchen. Und auf der anderen Seite gibt es, so nennt Fricke das, historisch begrenzte literarische Institutionen, also Gattungen, die irgendwann in der Geschichte einmal entstehen und dann irgendwann wieder untergehen. Fricke nennt das eine das erste Textsorten, das zweite Genres, aber darauf kommt es an dieser Stelle nicht an. In der letzten Sitzung habe ich diese Unterscheidung nun in Frage gestellt und habe gefragt, ob nicht auch die rein systematischen Ordnungsbegriffe
irgendwie Produkte der Geschichte sind? Sind sie nicht auch irgendwann entwickelt worden unter bestimmten historischen Bedingungen aus einer bestimmten Absicht heraus? Die Ergebnisse des Fragebogens könnten jetzt diese Infragestellung selbst wieder infrage stellen. Schauen wir auf uns und schauen wir auf Goethe. Irgendwie fällt doch auf, dass sich die Gattungstrias offenbar über fast 200 Jahre relativ stabil gehalten hat. Das können wir erstmal so festhalten. Handelt es sich also vielleicht bei dieser Gattungstrias, bei Lyrik und Dramatik und Epik tatsächlich um sowas wie überzeitliche, systematische Gattungsordnungsbegriffe? Und sind nicht vielleicht all die anderen Gattungen irgendwie oder eben Dichtarten, die Goethe noch ganz selbstverständlich kannte, die wir aber heute vergessen haben, sind nicht diese Dichtarten ganz offensichtlich so etwas wie historische Institutionen, die anscheinend in den 200 Jahren zwischen Goethe und uns irgendwie untergegangen, in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind? Also nochmal gefragt oder anders gefragt, gibt es also doch verschiedene Arten von Gattungen, verschiedene Gattungen von Gattungen, verschiedene Genres von Gattungen? Denken wir auch an die Unterscheidung, die Sie in Ihrem Fragebogen gemacht haben. Ne? Also Lyrik sei einmal eine Hauptgattung, aber eben nur, das sagen nur 49, dass sie eine literarische Gattung sei. Auch hier könnte also irgendwie eine ähnliche Unterscheidung zugrunde liegen wie bei Fricke. Gibt es also, nochmal zusammengefasst, tatsächlich einen Unterschied zwischen irgendwie überzeitlichen, grundlegenden Hauptgattungen und zeitlichen, temporären, historischen Unter- oder auch Kleingattungen? Das Ganze ist nicht so einfach, wir müssen dem ausführlicher nachgehen und wir tun das im nächsten Punkt, der da eben lautet die Genres der Gattung. Vorher machen wir aber 5 Minuten Pause. Bis gleich. Kommen wir zurück zum vierten Punkt mit dem Titel Die Genres der Gattung. Dieser Titel ist, ich gebe es zu, ein wenig verspielt oder jedenfalls manieristisch. Worum es mir damit geht, ist allerdings relativ einfach. Wir haben schon anhand Frickes Unterscheidung zwischen Textsorten und Genres gemerkt, dass es offenbar verschiedene, sagen wir, Arten oder Typen von Gattungen gibt. Unterschiedliche Konzeptualisierung, unterschiedliche Verständnisse davon, was Gattungen sind. Andere Beispiele haben wir eben auch schon bei Goethe gesehen, der eben einmal von Naturformen spricht, ein andermal von Dichtarten. Eine weitere Benennung bei Goethe ist etwa die Dichtweise auch, die kommt auch noch vor. Und eben auf diese unterschiedlichen Arten von Gattung soll sich dann die Überschrift Genres der Gattung beziehen, darauf soll sie verweisen, oder anders gesagt, genau von diesen unterschiedlichen Genres der Gattung möchte ich mir jetzt zusammen mit Ihnen mal einen kurzen Überblick verschaffen. Wir tun das anhand eines Lexikons, genauer anhand der aktuellen und dritten Auflage des Metzler Lexikons Literatur. 4 Artikel habe ich aus diesem Lexikon herausgesucht. Es sind zunächst die Artikel zu den Einträgen Gattung, Genre und Textsorte. Auf den 4. Artikel komme ich dann später zu sprechen. Dass wir uns diese Artikel anschauen, hat 3 Gründe. Zunächst einmal geht es mir tatsächlich darum, sie auch mit ganz griffigen Definitionen von Gattungsgenres bekannt zu machen. Ich will Ihnen einfach zeigen, was die Forschung so derzeit zu diesen Begriffen sagt, jedenfalls die lexikalisierte Forschung. Zweitens möchte ich zusammen mit Ihnen mal genauer hinschauen, ob es in diesem Lexikon irgendeinen Begriff gibt für das Phänomen, das wir gerade anhand des Fragebogens und mit Goethe beobachtet haben. Also diese Unterscheidung, die irgendwie gemacht wurde von Goethe und von Ihnen, diese Unterscheidung zwischen den wichtigen oder Hauptgattungen und den nicht so wichtigen, teils sogar bereits vergessenen, normalen oder Untergattungen. Und vielleicht steht ja sogar was zur Gattungstrias in diesem Lexikon. Schließlich möchte ich drittens einen besonderen Blick auch hier auf die generischen Praktiken in diesem Lexikon werfen, vor allem auf das Systematisieren und damit das Über- und Unterordnen.
Hinter diesem dritten Punkt steht dabei ein Gedanke, den ich bereits am Anfang der Sitzung heute skizziert habe, eben generische Ordnungen haben irgendwie auch immer etwas mit Sprechakten, mit Sprachhandlungen zu tun. Und das betrifft eben nicht nur die generischen Ordnungen des literarischen Lebens, sondern auch die Ordnungen der Literaturwissenschaft. Auch hier werden Namen erfunden, also Dinge getauft, auch hier werden Hierarchien entwickelt, Begriffe einander über- oder untergeordnet. Und das betrifft nicht eben erst die Art, wie in der Literaturwissenschaft konkrete literarische Gattungen definiert und systematisiert werden, sondern eben schon den Begriff oder besser die Begriffe von Gattungen selbst. Aber vielleicht ist es besser, wenn wir uns das an einem konkreten Beispiel anschauen. Schauen wir also auf den ersten Artikel und schauen wir natürlich zuerst auf den naheliegendsten Artikel, das ist der Eintrag Gattungen. Der Artikel wurde geschrieben von dem tatsächlich renommierten Gattungsforscher Rüdiger Zimner, auf dessen Arbeiten kann ich hier nicht genug hinweisen. Für das Metzler-Handbuch hat Zimner nun unter dem ersten Punkt Folgendes festgehalten. Erstens, also Gattungen sind institutionalisiertes, auf sozialen Konventionen beruhendes textuelles Ordnungsmuster, das vor allem auf literarische Texte bezogen wird, aber auch in der Wissenschaft, Monographie, Aufsatz, Lexikonartikel, im Journalismus, Glosse, Essay, Leitartikel, Feature oder allgemein im Bereich von Gebrauchstexten, Bedienungsanleitung, Brief, Kochrezept. Wichtig ist hier häufig mit dem Ausdruck Textsorten von dem literarischen Genres Gattungen im engeren Sinne unterschieden. Also wir bekommen zunächst eine allgemeine Definition. Gattungen sind irgendwie institutionalisiertes, auf sozialen Konventionen beruhende textuelle Ordnungsmuster. Das entspricht in etwa unserer Vorstellung davon, dass es sich bei Gattungen um soziale Konstruktionen handelt, die einen bestimmten Konventionalisierungs- oder auch Institutionalisierungsgrad aufweisen. So weit, so gut. Was bei Zimner dann folgt, und da wird es interessant, ist eine Unterscheidung. Gattungen, so heißt es im ersten Relativsatz, werden zwar vor allem auf literarische Texte bezogen, man spricht aber auch in anderen Bereichen von Gattungen. Zimner nennt die Wissenschaft, den Journalismus oder auch Gebrauchstexte. Das alles kennen wir bereits. Und wir haben auch gesehen, dass das durchaus verwirrend sein kann. Zimner schlägt in diesem Fall jedoch vor, noch einmal zu unterscheiden, und zwar zwischen Textsorten und literarischen Gattungen im engeren Sinne. Also im Schema könnte das dann so aussehen, wir haben Gattungen allgemein und zwei Genres, zwei Gattungen der Gattung. Das eine sind die Textsorten, die beziehen sich auf Nicht-Literatur und wir haben auf der anderen Seite die literarischen Gattungen im engeren Sinne, diese beziehen sich auf Literatur. Also zum Beispiel bei Nicht-Literatur wären dann zum Beispiel so Sachen wie Wissenschaft, Journalismus, Gebrauchstexte und so weiter. Mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, ob diese Unterscheidung sinnvoll ist. Sie werden da von mir keinen Ratschlag bekommen, was Sie jetzt nun verwenden sollen. Ich halte das persönlich für relativ sinnvoll. Wichtig ist mir allerdings zweierlei. Erstens, dass wir es hier sozusagen mit zwei Genres des allgemeinen Begriffs Gattung zu tun haben. Und zweitens, dass wir hier nicht auf die von uns gesuchte Unterscheidung getroffen sind. Also die Unterscheidung zwischen, sagen wir, wichtigen Gattungen und normalen Gattungen. Zimner geht es hier um etwas anderes. Also wir müssen also woanders nachschauen, vielleicht bei den Textsorten, auf die hier verwiesen wird und die wir ja auch schon von Harald Fricke kennen. Folgen wir also dem Link, dem Querverweis und lesen den entsprechenden Artikel von Andreas Laubinger beziehungsweise den Anfang des Artikels. Also ich zitiere, Textsorte, Terminus zur systematischen Klassifizierung von Texten im Gegensatz zum Begriff Genre, der die historische Dimension einer Textgruppe akzentuiert. Vergleiche Fricke. Eine Textsorte bildet eine Gruppe von Texten, die sich durch objektivierbare Merkmale von anderen Textsorten unterscheidet. Unterscheiden. Die deduktiv oder induktiv entwickelten Unterscheidungskriterien ergeben sich aus einer Hierarchisierung textinterner und externer, das heißt formaler, semantischer, situativer und intentionaler Aspekte der Textstruktur. Angestrebt ist dabei eine erschöpfende Systematisierung mündlicher ebenso wie schriftlicher, fiktionaler und funktionaler Texte, deren Resultat zugleich Anspruch auf Evidenz erhebt. Im Gegensatz zum Begriff Gattung, der vor allem auf die Klassifizierung literarischer Texte beschränkt ist, erfasst der Terminus Textsorten literarische und nicht-literarische Texte gleichermaßen. Textsorten in diesem Sinne sind zum Beispiel Ballade, Kochrezept, Predigt, Rätsel, Unterrichtsgespräch.
Auch hier geht es, so scheint es, nicht um unser Problem, nicht um unsere Frage. Aber auch hier werden einige Unterscheidungen vorgenommen. Die erste ist die von Fricke bereits bekannte. Textsorten dienen der systematischen Klassifizierung. Genres, im Gegensatz zum Genre, zu Genres, die eben die historische Dimension einer Textgruppe akzentuieren, wie es hier heißt. In beiden Fällen geht es dabei um Textgruppierungen. Im Schaubild könnte das also so aussehen. Das kennen wir bereits schon. Auch das löst unser Problem nicht so richtig. Jedenfalls wird von Laubiger kein expliziter Bezug zu unserem Problem hergestellt. Keine Rede ist hier von der Gattungstrias oder auch nur von so allgemeinen Kategorien wie Lyrik, Epik, Dramatik. Stattdessen werden, wir haben es gesehen, als Beispiele so Sachen wie Kochrezepte oder Unterrichtsgespräche genannt. Das ist nicht das, wonach wir suchen. Hinzu kommt bei Laubiger eine weitere Unterscheidung, die er am Ende der zitierten Passage vornimmt und die im Vergleich mit dem, was wir bei Zümmler gelesen haben, irgendwie verwirrend ist. Schauen wir nochmal hin. Dort heißt es, im Gegensatz zum Begriff Gattung, der vor allem auf die Klassifizierung literarischer Texte beschränkt ist, erfasst der Terminus Textsorte, literarische und nicht literarische Texte gleichermaßen. Das war bei Zümmler genau gesehen anders. Also das ist die Laubingers, oder das ist das Schema, das man aus Laubingers Formulierung extrahieren könnte. Hier werden Textsorten sowohl auf nicht-literarische als auch auf literarische Texte angewandt. Bei Zümmler gab es eine Nebenordnung. Da waren Textsorten nur auf die nicht-literarischen Texte bezogen und abgegrenzt dann von den literarischen Gattungen im engeren Sinne. Ich will das nicht kommentieren, wiederum. Wir können einmal feststellen, dass es offenbar auch in der literaturwissenschaftlichen Gattungsforschung, ja selbst innerhalb eines Lexikons, sowas wie Genre Trouble gibt. Was wir aber allerdings, also auch hier gibt es irgendwie konkurrierende Ordnungsmodelle, Hierarchisierungsmodelle. Das kann unter anderem in diesem Fall mit der Linguistik zu tun haben, die, wenn sie Textsorten, eigentlich fallen Textsorten in den Bereich der Linguistik häufig. Wir sehen hier, in dem einen Fall ist der Gegenstandsbereich einer ganzen Disziplin auf einmal viel größer. Wenn man sagt, Textsorten, auch literarische Texte sind Textsorten, dann hat man da gleich einen großen Pool, der wesentlich größer ist, als wenn man sich nur auf nicht-literarische Textsorten beschränkt. Außerdem hängen da so Fragen dran wie, was ist eigentlich der Unterschied zwischen so nicht-literarischen, also pragmatischen Textsorten und vielleicht ästhetischen Textsorten. Da stecken ganz schön Hochwertbegriffe drin, die da verhandelt werden in solchen Systematiken. Eben auf solche Überlegungen, solche Hierarchisierungen kommt es mir an. Was wir allerdings bei der Lektüre von Laubigers Artikel jetzt nicht gefunden haben, ist irgendwie diese Unterscheidung zwischen wichtigen und normalen Gattungen. Also auch die kommt hier nicht richtig vor. Wir können aber nochmal einem anderen Link folgen, und zwar dem Link, der ganz am Anfang von Laubingers Artikel steht, nämlich zum Begriff Genre. Der entsprechende Artikel stammt von Dieter Burdorf. Auch hier lese ich den Anfang vor. Gruppe von Texten mit ähnlichen Eigenschaften. Der Begriff wird sowohl synonym zu Gattung als auch zur Unterscheidung von Textformen innerhalb einer Gattung verwendet. Er bezeichnet sowohl systematisch abstrakte Konstrukte als auch historisch eingegrenzte Konzepte. Auch hier ist von der Gattungstrias, die wir suchen und die wir irgendwie so im Hinterkopf haben, bei den Hauptgattungen, auch hier ist von der Gattungstrias keine Rede. Aber es werden wieder ein paar Unterscheidungen vorgenommen. Genau gesagt, es werden drei Verwendungsweisen unterschieden. Die erste verweist uns zurück auf den Artikel Gattung. Genre ist in diesem Sinne einfach ein anderer Begriffsname, ein Synonym für Gattung. Die zweite Verwendungsweise überspringe ich kurz, schaue erst auf die dritte, denn auch die kennen wir im Grunde bereits. Burdorf unterscheidet hier zwischen systematischen Konstrukten und historischen Konzepten. Das kennen wir eben unter anderem von Fricke, wobei Fricke eben das eine Textsorten, das andere Genres nennt. Bei Burdorf müsste man dann sowas machen wie Genres 1 und Genre 2. Er spricht nämlich davon, dass Genres beides bezeichnen. Es heißt sowohl als auch. Er unterscheidet hier nicht Textsorten. Es gibt auch keinen Link, keinen Querverweis auf Textsorten. Zur dritten.
Unterscheidung, beziehungsweise eben in der Reihenfolge die zweite Unterscheidung im Genreartikel von Burdorf. Ich zitiere noch einmal: Der Begriff Genre wird laut Burdorf auch zur Unterscheidung von Textformen innerhalb einer Gattung verwendet. Und das ist doch interessant jetzt. Da sind wir doch vielleicht am Ziel oder jedenfalls dort, wo wir finden wir das, was wir gesucht haben. Genre wird hier also zu so einer Art Unterbegriff, Gattung wäre der Oberbegriff. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, ne? Also wir haben jeweils eine Gattung und darunter viele Genres, ne? Unterscheidung von Textformen innerhalb einer Gattung verwendet. Genau das kennen wir irgendwie auch, ne? Also wenn wir sagen, der Roman ist ein Genre der Erzählliteratur oder der Epik, ein Sonett ist ein Genre der Lyrik oder die Tragödie ist ein Genre des Dramas. Also damit wären wir vielleicht tatsächlich am Ziel, sind wir am Ende und haben wir vielleicht, das wäre ja sogar noch ein Zusatzeffekt, verstanden, was Goethe mit Naturform meinte, als er diese Unterscheidung Naturform und Dichtarten gemacht hat. Nein, das sind wir leider nicht. Einmal vor allem deshalb, weil wir auch weiterhin keinen Hinweis auf die Gattungstrias gefunden haben. Und gerade die Gattungstrias wäre ja im Verdacht, irgendwie eine dieser Hauptgattungen oder die Hauptgattung zu beschreiben. Deshalb müssen wir weitersuchen und wir gehen noch einmal zurück zum ersten Artikel von Rüdiger Zimner, eben dem Artikel zu den Gattungen. Dieser Artikel weist nämlich neben der ersten Begriffsexplikation noch eine zweite auf. Die erste haben wir bereits gelesen, die zweite lautet so: Bezeichnung für allgemeine, vermeintlich überzeitliche Möglichkeiten oder Qualitäten, Steiger, Seite 176, 167, besonders von literarischen Texten, namentlich im Hinblick auf die sogenannten drei Naturformen der Dichtung, J.W. Goethe, Lyrik, Epik und Drama, die als allgemeinere Dichtweisen, auch Schreibweisen, Hempfer, Verweyen, Witting, von den spezielleren Dichtarten literarischen Gattungen im engeren Sinne unterschieden werden. Da ist sie endlich. Unsere Gattungstrias aus Lyrik, Epik und Drama, und auch Goethe ist da. Worum aber geht es hier? Nun, zunächst einmal um eine weitere Unterscheidung, Sie haben sie bereits gesehen. Den Naturformen stehen die Dichtarten gegenüber. Die einen sind allgemeiner, ja vermeintlich, so heißt es überzeitlich, die anderen sind spezieller. Dabei werden die Naturformen auch, so entnehmen wir den Text, als Qualitäten, als Dichtweisen oder auch als Schreibweisen bezeichnet. Die Dichtarten hingegen identifiziert Zimner hier mit den literarischen Gattungen im engeren Sinne. Nun liegt hier, wenn es um uns geht, wenn es nach uns geht, eine Identifizierung nahe. Zimner spricht ja von allgemeineren und spezielleren Gruppen. Die Naturformen sind allgemeiner, die Dichtarten sind spezieller. Haben wir es hier also vielleicht mit einer Art einem Über- und Unterordnungsverhältnis zu tun, wie im Artikel von Burdorf, wo viele Genres jeweils einer einzelnen Gattung untergeordnet waren, nämlich eben so, wie Sie sehen? Kann man das also vielleicht einfach übertragen und dann so darstellen? Eben eine Naturform, darunter viele Dichtarten und so weiter. Wenn dem nun so wäre, dann hätten wir endlich die Lösung für die Auffälligkeiten in unserem Fragebogen gefunden. Es gibt eben auf der einen Seite die Naturformen, die Hauptgattungen, die eben überzeitlich sind und die da lauten Lyrik, Epik, Dramatik. Dass es diese Naturform gibt, wusste schon Goethe und wir wissen es eben auch. Und dann gibt es noch die Dichtarten, die sind den Naturformen untergeordnet, sind historischer, zufälliger, sie entstehen und verschwinden, was eben auch erklären würde, warum Goethe Dichtarten kennt, die wir nicht mehr kennen. Sind wir also am Ziel? Nein, wir sind es nicht. Denn die Sache mit den Naturformen ist komplizierter. Wir müssen uns das genauer anschauen. Insbesondere das mit dem Über- und Unterordnen funktioniert, wenn man Goethe folgt, so nicht. Das wird im Grunde schon bei Zimner deutlich, der zwar von allgemeineren und spezielleren Phänomenen spricht, aber eben nicht von einem Über- oder Unterordnungsverhältnis. Eindeutiger ist da sogar noch ein anderer Artikel. Wir folgen das letzte Mal einem Querverweis, einem Link, und nun eben zum Artikel über die Naturformen der Dichtung. Den Anfang dieses Artikels, der Artikel stammt von Jürgen Kühne, lese ich vor. Naturformen der Dichtung. Bezeichnung Johann Wolfgang Goethes für die Gattungstrias Epik, Lyrik, Dramatik. In den Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des westöstlichen Divans 1819 unterscheidet Goethe im Rahmen seiner Erörterung poetologischer Grundbegriffe zwischen Dichtarten und Naturformen der Dichtung.
Als Dichtarten bezeichnet er die inhaltlich, stofflich oder formal stilistisch mehr oder weniger klar bestimmbaren und historisch fixierbaren Textgruppen wie Elegie, Epigramm, Fabel, die im Mittelpunkt der bis ins 18. Jahrhundert dominierenden normativen Gattungspoetik stehen. Ihnen stellt er die Naturform der Dichtung gegenüber, die er als zeitlich nicht fixierbare Manifestationen menschlicher Grundhaltungen, Dichtweisen, deutet und als klar erzählend, Epos, enthusiastisch aufgeregt, Lyrik und persönlich handelnd Drama charakterisiert. Sie können in jedem individuellen Gedicht zusammenwirken, aber auch in reiner Form auftreten. Damit werden wir uns im Detail noch auseinandersetzen. An dieser Stelle nur zwei Beobachtungen, zwei Hinweise. Erstens, die Beschreibung der Dichtarten als historisch fixierbare Textgruppen deckt sich mit einigem, was wir bereits kennengelernt haben, etwa mit den Genres von Harald Fricke, den historisch begrenzten Institutionen. Die Definition der Naturform hingegen, also Naturform als zeitlich nicht fixierbare Manifestation menschlicher Grundhaltungen, was immer das heißt, ist uns hingegen noch nicht untergekommen. Zweitens, diese Naturformen sind den Dichtarten gerade nicht übergeordnet. Goethe stellt, jedenfalls nicht in diesem Kästchensinne, wie wir ihn bisher betrachtet haben, Goethe stellt die Naturform, so heißt es explizit, gegenüber. Es geht hier bei den Naturformen also offenbar nicht um Oberbegriffe, aber um was dann? Wir kommen damit zum nächsten Punkt und kommen zu Goethe. Allerdings fasse ich jetzt noch einmal kurz unsere Beobachtung zusammen. Also, wir haben die Genres der Gattungen betrachtet. Es gibt mehrere Genres der Gattungen, also ich liste hier mal nur die Begriffsnamen auf, die wir in diesem Metzler-Lexikon finden. Das ist Gattung, literarische Gattung im engeren Sinne, Textsorte, Genre, darüber hinaus die an Goethe gekoppelten Begriffsnamen Naturform, Dichtweise, Schreibweise, Dichtart. Die Verwendungsweise dieser Genres der Gattung ist dabei dabei keineswegs klar geregelt. Also ist im Grunde könnten wir in allen Fällen unterschiedliche Verwendungsweisen identifizieren, also auch hier Genre Trouble in der literaturwissenschaftlichen Gattungsforschung. Begegnet sind uns beim Nachvollziehen der unterschiedlichen Begriffsverwendungen mehrere zentrale Unterscheidungen. Mehrere Leitdifferenzen, könnte man sagen. Vier scheinen mir besonders wichtig. Das ist zum einen die Unterscheidung zwischen literarischen Texten und nicht-literarischen Texten. Das ist zweitens die Unterscheidung zwischen systematischen Konstrukten und historischen Konzepten. Drittens zwischen Gattungen und Textformen innerhalb einer Gattung, das was Burdorf mit dem Über- und Unterordnen macht. Und schließlich die Unterscheidung zwischen überzeitlichen Qualitäten und historischen Phänomenen. Diese Unterscheidungen weisen dabei zwar partiell Überschneidungen auf, grundsätzlich operieren sie aber alle auf unterschiedlichen Ebenen. Schließlich möchte ich einen dritten Punkt festhalten. Wir haben auch deshalb in das Metzler-Lexikon geschaut, weil wir auf der Suche waren nach etwas mehr Wissen, irgendwie gewissermaßen einer lexikalischen Erklärung oder zumindest Explikation für die Gattungstrias. Nun fällt allerdings auf, dass in diesem Lexikon fast nirgendwo von der Gattungstrias gesprochen wird. Es gibt auch zum Beispiel keinen Eintrag zur Gattungstrias. Das ist angesichts der offenbar sehr starken Präsenz dieser Gattungstrias, wie wir die nicht nur anhand des Fragebogens oder eben anhand von literaturwissenschaftlichen Einführungskursen und Einführungsbüchern festgestellt haben, angesichts dieser starken Präsenz der Gattungstrias ist das Fehlen eines solchen Eintrags dann doch irgendwie bemerkenswert. Wobei man genauer sein muss, denn die Bezeichnung Gattungstrias fällt zwar nicht als Lemma, doch es gibt einen Eintrag zu den Naturformen der Dichtung. Und in diesem Eintrag Naturformen der Dichtung heißt es dann eben, wir hatten das schon, dies sei eine Bezeichnung J.W. Goethes für die Gattungstrias Epik, Lyrik und Dramatik. Ist das nicht merkwürdig? Es gibt keinen Eintrag zur Gattungstrias, wohl aber einen Eintrag zu Goethes Bezeichnung für diese Trias. Und wieso kommt überhaupt ein Begriff eines Dichters, eines Autors in ein wissenschaftliches Lexikon? Wäre es nicht sinnvoller, einen Eintrag zum Begriff der Gattungstrias aufzunehmen und dort darauf hinzuweisen, dass Goethe diese Trias als Naturform bezeichnet hat? So wie es derzeit im Lexikon steht, wirkt es doch fast eher so, als wäre Gattungstrias unsere Bezeichnung für das, was Goethe einmal unter dem Namen Naturform erdacht hat oder nicht. Ist die Gattungstrias also vielleicht eine Erfindung von Goethe, der das eben nur Naturform genannt hat?
Das ist sie, so viel muss man sagen, nicht. Goethe hat die Gattungstrias ganz sicher nicht erfunden. Aber diese Beobachtung am Metzler-Lexikon, das eben eine Naturform, aber keinen Trias-Artikel aufführt, diese Beobachtung macht eins deutlich. Goethe hat offenbar wesentlich zur Zementierung der Trias in unserem Bewusstsein beigetragen, nicht zuletzt im literaturwissenschaftlichen Bewusstsein. Man könnte auch sagen, Goethe hat entscheidend zur Kanonisierung der Trias beigetragen, und zwar so entscheidend, dass er noch im Metzler-Lexikon von 2007 als die zentrale Autorität für die Ordnungsfigur der Gattungstrias angeführt wird. Das aber eben heißt auch, wenn man sich näher mit der Trias beschäftigen, dann kommt man an der Autorität Goethe offenbar nicht vorbei. Wir sollten uns also seinen Text ansehen und kommen entsprechend zu Punkt 5. 1819 erscheint also von Goethe ein Text mit der Überschrift Naturformen der Dichtung. Dieser Text erscheint nicht allein, nicht eigenständig, sondern ist einer von zahlreichen Abschnitten in einer Prosasammlung, die den Titel Noten und Abhandlungen zum besseren Verständnis des westöstlichen Divans trägt. Das Wort Divan stammt aus dem Persischen und meint so viel wie Versammlung, aber eben auch Liederversammlung oder Liedersammlung. Und eben das ist der westöstliche Divan. Sie sehen hier das Frontispiz der Erstausgabe. Er ist eine Lieder- oder eben auch eine Gedichtsammlung, verfasst von Goethe, in dieser Liedersammlung setzt sich Goethe ganz grob gesagt mit der orientalischen Welt und Dichtung und Kultur auseinander. Es ist ein Dokument der interkulturellen Begegnung, des interkulturellen Verstehens und zugleich ein Produkt von Goethes Verständnis von Weltliteratur. Das alles, also vor allem diese Gedichtsammlung, soll uns aber nur am Rande interessieren, denn diese Gedichtsammlung fügt Goethe, wie gesagt, eine Sammlung von Prosatexten bei. Das sind die erwähnten Noten und Abhandlungen zum besseren Verständnis des westöstlichen Divans. In diesen Noten äußert sich Goethe relativ umfangreich zum Orient. Es geht da um Literatur- und kulturgeschichtliche Fragen, die er einführend behandelt, aber es geht eben auch allgemeiner um dichtungstheoretische und dichtungspraktische Fragen. Die Noten und Abhandlungen werden dabei bereits in der ersten Ausgabe mit abgedruckt. Ungefähr die Hälfte des Bandes umfasst die Gedichte, die andere Hälfte umfasst dann die Noten und Abhandlungen, die aus fast 60 einzelnen Abschnitten unterschiedlicher Länge bestehen. Und einer dieser Abschnitte, einer der kürzeren, ist dann eben der mit dem Titel Naturformen der Dichtung. Von diesem Abschnitt, eben dessen erste Sätze wir kennen und die Sie hier noch einmal sehen, ging nun eine Wirkung aus, die, wir haben das gerade gesehen, tatsächlich bis in aktuelle Wissenschaftslexika des 21. Jahrhunderts reicht. Diese Wirkung hat dabei merkwürdigste Blüten getrieben. Einige davon möchte ich Ihnen kurz zeigen, weil sie deutlich machen, was für eine Autorität Goethe offenbar war, was für eine Autorität auch von seinem Naturformen-Sprechakt ausging. Die erste dieser Rezeptionsblüten ist dabei nichts anderes als absurd und gerade darin aussagekräftig. Gefunden habe ich sie, dank Google Books, habe ich dieses Rezeptionsdokument in einem Buch des Grafen Georg von Bukoy, ich denke mal, man spricht ihn so aus, in einem Buch des Grafen Georg von Bukoy, das den langen Titel trägt, Sie sehen ihn auch auf der Folie, Anregungen für philosophisch-wissenschaftliche Forschung und dichterische Begeisterung, in einer Reihe von Aufsätzen eigentümlich, in der Tat eigentümlich, der Erfindung nach und der Ausführung. Das Buch erschien 1825. Beim Grafen handelt es sich, ich zitiere Wikipedia, um einen Mathematiker, Philosophen und Unternehmer aus Böhmen, der sich auf den verschiedensten Gebieten umgetan hat. Eine Zeit lang hat er auch mit Goethe selbst korrespondiert, wie allerdings viele, viele Menschen in Deutschland auch. Dieser Graf publiziert nun 1825, also 6 Jahre nach Goethes Divan, eine Reihe von Aufsätzen. Darunter einen Aufsatz mit dem Titel, Sie sehen auch diesen Titel auf der Folie, Parallelsetzung zwischen einem Naturgesetze und einem von Goethe ausgesprochenen Gesetz der Ästhetik. Sie sehen die erste Seite dieses Aufsatzes auf der Folie. Eröffnet wird dieser Aufsatz dabei von, naja, lesen wir das selbst. Es steht auf Seite 597 dieses voluminösen Werks. Erster Absatz, Goethe sagt, es gibt nur 3 echte Naturformen der Poesie, die klar erzählende, die enthusiastisch aufgeregte und die persönlich handelnde, Epos, Lyrik und Drama. Es folgt eine Fußnote mit Verweis auf den westöstlichen Divan. So weit, so gut, aber es geht eben weiter.
Ich zitiere weiter. In einem analogen Sinne dürfen wir sagen, es gibt nur drei echte Naturformen der an dem Erdleben real gewordenen Idee des Urgeistes. Die als Sukzessivschichtung, die assimilativ und die als Willkür sich aussprechende Stein, Pflanze, Tier. Das ist tatsächlich der Wahnsinnsfall der Rezeption, der Übertragung. Noch einmal, es gibt nur drei echte Naturformen der an dem Erdleben real gewordenen Idee des Urgeistes. Stein, Pflanze, Tier, Epos, Lyrik, Drama, Stein, Pflanze, Tier. Drei Naturformen der an dem Erdleben real gewordenen Idee des Urgeistes. Niemand versteht mehr heute, was damit gemeint ist. Das ist so absurd, nichts anderes. Eine geradezu hemmungslose Analogie, die im Grunde nur auf dieser Dreizahl, auf dieser Triade basiert und mehr nicht. Gewiss, dem Historiker der Naturwissenschaften fallen hier sicherlich Bezüge zur Naturphilosophie ein. Auch der Graf ist eben ein Kind des Denkens seiner Zeit. Aber er ist vor allen Dingen ein geradezu wild gewordener Goethe-Verehrer, hoffnungslos der Autorität von Goethe verfallen. Das zeigt sich auch darin, dass er im Titel seines Aufsatzes eben von einem von Goethe ausgesprochenen Gesetz spricht. Also ein Gesetz, das Gesetz der Ästhetik, das Goethe formuliert hat. Und es zeigt sich gleich in den allerersten beiden Worten des Aufsatzes, die eben lauten, ach, Sie haben es unten gesehen, die da eben lauten, Goethe sagt. Das reicht als Geste, als Markierung aus. Die Autorität des Goethe sagt, soll hier offenbar alles legitimieren können, was dann folgt. Der gute, etwas wahnsinnige Graf ist zugegeben ein Extrembeispiel. Ein Extrembeispiel gleichwohl, das vor Augen führt, welche Wirkungen Aussagen, Sprechakte von Goethe in dieser Zeit und noch lange Zeit danach entfalten konnten. Und das betrifft eben nicht nur irgendwelche durchgedrehten Grafen aus Böhmen, sondern später auch die Literaturwissenschaft bis hin zum Metzler-Lexikon. Weitere Beispiele aus der Wissenschaft werden wir in der nächsten Woche kennenlernen. An dieser Stelle möchte ich aber noch zwei andere Beispiele nennen, die für die sehr schnelle Rezeption von Goethes Naturformenaussage eher exemplarisch sind. Beide Beispiele stammen nämlich von Lehrern. Das erste Beispiel, nur kurz, sind die Grundlinien der Poetik nach einem neuen und einfachen Systeme von 1821. Erschienen also nur zwei Jahre nach Goethes Divan. Verfasst hat die Grundlinien Ludwig Auerbacher. Von 1809 bis 1834 war dieser tätig als Professor für deutschen Stil und Ästhetik am Kadettenchor in München. Das ist aber, der heißt Professor, aber es ist eine Lehreranstellung im Prinzip. Wie nahezu jede Poetik dieser Zeit arbeiteten sich dabei auch diese Grundlinien von Auerbacher an einer gattungssystematischen Einteilung ab, wobei Auerbacher, Sie sehen es hier anhand des Inhaltsverzeichnisses, eine eindeutig gattungstriadische Einteilung vornimmt. Epische Poesie, dramatische Poesie, lyrische Poesie. Zugleich begründet er diese Einteilung in seinem Vorwort mit der bekannten Goethe-Stelle. Auch hier sehen Sie den entsprechenden Snippet, der ist ein bisschen schlechter in der Qualität, das schieben wir auf Google. Ich habe die Stelle unten nochmal transkribiert. Wir lesen zuerst das Goethe-Zitat, das kennen wir bereits, und dann die Bemerkung des Verfassers, dass Goethes, dass seine Erklärungen und Einteilungen mit diesen Ansichten Goethes übereinstimmen. Alles gut. Genauso sieht es aus im zweiten Beispiel. Das sind die Grundzüge zu einer deutsch-theoretisch-praktischen Poetik aus Goethes Werken entwickelt. Verfasst hat sie auch ein Professor, ein Lehrerprofessor an einem Pilsener Gymnasium mit dem Namen Josef Stanislaus Zauper. Das Buch erschien ebenfalls 1821, also auch zwei Jahre nach Goethes Divan. Auch hier kann ich nur kurz darauf eingehen, dieses Buch ist ein unglaubliches Dokument der Goethe-Verehrung. Natürlich steht ihm zum Beispiel ein Goethe-Motto voran, aus dem, das stammt auch noch bezeichnenderweise aus Hermann und Dorothea, habe ich euch Tränen ins Auge gelockt und Lust in die Seele singend geflößt, so kommt, drücket mich herzlich ans Herz. Naja. Diese massiven Goethe-Referenzen sind dabei Programm, denn tatsächlich versucht Zauper nichts anderes als, der Titel sagt es ja bereits, eine allgemeine deutsche Poetik nur aus Goethes Werken zu entwickeln. Das gilt natürlich auch für die Einteilung der Gattungen. Ohne konkrete Nennung von Goethe heißt es dabei gleich im ersten Kapitel Vorbegriffe auf Seite 3, es gibt eigentlich nur drei Dichtungsarten als Haupt- und Naturformen, die lyrische, epische und dramatische. Auch das spricht klar nach Goethes Munde, so hatte es der Meister ja auch schon gesagt. Allerdings nicht genauso, sondern nur so ähnlich, denn, Sie haben es sicher gemerkt, hier ist plötzlich nicht mehr von drei Naturformen die Rede, sondern von drei Dichtungsarten. Oder besser, Zauper vermischt das ganz einfach, indem er von Dichtungsarten als Haupt- und Naturformen spricht.
Goethe hingegen, Sie sehen das Snippet noch einmal, Goethe hingegen hatte nicht von den Dichtungsarten, sondern von, nicht von drei Dichtungsarten, sondern von drei echten Naturformen gesprochen und diese ganz entschieden von den Dichtarten unterschieden. Das ist also, das ist ein sehr folgenreicher Verleser, der hier gerade passiert ist. Ein Missverständnis, ein Misreading Goethe, könnte man auch sagen, das durchaus Entscheidendes verwechselt, eben Naturformen und Dichtungsarten oder Dichtarten. Ich werde auf solches Misreading, ein solches Missverstehen Goethes nächste Woche noch einmal zurückkommen. Heute dazu nur dies. Man könnte etwas polemisch, ziemlich polemisch sagen, dass die machtvolle Wirkungsgeschichte der Gattungstrias nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass ein sehr umtriebiger und zahlreicher Haufen von Gymnasiallehrern Goethe über Jahrzehnte hinweg einfach falsch verstanden hat. Oder zugespitzt gesagt, die Gattungstrias ist in gewisser Hinsicht das Produkt einiger Lehrer, die nicht richtig lesen konnten. Aber dazu, wie gesagt, nächstes Mal mehr. Das betrifft nämlich auch noch den anderen Text, den ich hier kurz vorgestellt habe. Auch das ist ein eklatantes Missverstehen dessen, was Goethe gemacht hat, eine Komplexitätsreduktion, Sondergleichen, die dazu geführt hat, dass wir heute eine relativ trivialisierte Trias haben. Und das ist alles viel zu einfach formuliert und zugespitzt formuliert. Also ich halte nur für diesen Moment fest, alle drei Beispiele zeigen, welche Autorität den Aussagen des zu dieser Zeit schon weit in die Jahre gekommenen Goethes beigemessen wird. Was Goethe sagt, gilt mitunter tatsächlich schlicht als Gesetz. Jedenfalls gilt es als Zitat, dem an sich schon, eben weil es von Goethe stammt, autoritative Geltung zukommt. Aber erklärt diese nicht nur das 19. Jahrhundert, sondern auch weit ins 20. Jahrhundert hinein währende Autorität Goethes bereits die ungemeine Wirkung der Gattungstrias, der Naturformen? Nun, sicherlich ist die sehr komplexe Goethe-Hörigkeit der Deutschen, die, wenn man so will, deutsche Goethe-Komplex, ein zentrales Moment in der Erfolgsgeschichte der Trias. Es kommt aber noch einiges hinzu und das hat auch mit Goethes Text selbst zu tun. An diesem Text möchte ich insgesamt drei Aspekte herausarbeiten. Erstens möchte ich kurz das skizzieren, was mir Goethes Idee hinter der ganzen Sache zu sein scheint, eben nämlich die Unterscheidung zwischen Dichtarten und Naturformen. Zweitens möchte ich auf die Art und Weise eingehen, wie Goethe dieses Konzept formuliert. Da geht es mir um Wiedererkennungswert und des Textes und seinen Charakter als Projektionsfläche. Man kann auch sagen, mir geht es um Intertextualität und Mehrdeutigkeit in diesem Text. Und drittens möchte ich eine Art rhetorische Analyse machen, also den Sprechakt betrachten, den Goethe hier vornimmt, den er in diesen Divan-Notaten vollzieht. Und das bei allen Aspekten wiederum soll das besondere Augenmerk auf Praktiken des Unterscheidens, des Differenzierens, also um gewissermaßen um die Differentialität von Goethes Aussageakt gehen. Um das genauer zu erläutern, brauche ich allerdings Zeit, mindestens eine halbe Stunde, wahrscheinlich länger. Die haben wir heute nicht mehr, ganz sicher nicht mehr. Deshalb brechen wir im fünften Punkt ab und kümmern uns darum nächste Woche. All jene unter Ihnen, die diese Divan-Passagen noch nicht gelesen haben, ich habe das ins StudIP rumgeschickt, beziehungsweise auch ins StudIP eingestellt, schauen Sie sich das vielleicht nochmal an, Sie werden dann dem besser folgen können. Ganz fertig bin ich allerdings noch nicht, ich möchte noch zusammenfassen. Die Zeit haben wir noch. Wir haben heute zu Beginn, die letzten Wochen zusammenfassend, noch einmal über Gattungsforschung nachgedacht. Als Ansatz, den man mit dem Label Genrepoetik versehen könnte, habe ich dabei eine Vorgehensweise skizziert, die eben nicht so sehr auf die Merkmale und Kriterien blickt, nicht so sehr, sie blickt auch drauf, die nicht so sehr auf die Merkmale und Kriterien blickt, die jeweils für Gattungen veranschlagt werden. Es geht stattdessen um die Analyse von generischen Ordnungen als Regulativ und Ergebnis sozialer Praktiken. Also anders gesagt, um die Analyse von generischen Ordnungen in ihren interaktiven und institutionellen Kontexten. Das aber bedeutet auch, wir analysieren Handlungen, analysieren Sprechakte. Anhand des Fragebogens konnten wir daraufhin mehrere Selbstbeobachtungen machen. Zum einen ist uns eine Art intuitive Differenzierung zwischen wichtigen und weniger wichtigen Gattungen aufgefallen, wobei wir, was die wichtigen Gattungen angeht, eine starke Wirksamkeit der Gattungstrias beobachten konnten. Was die weniger wichtigen Gattungen angeht, ist uns hingegen durch einen Vergleich mit Goethes Dichtartenaufzählung aufgefallen, dass es hier offenbar eine starke Historizität gibt. Das meiste, was Goethe vor knapp 200 Jahren noch als Dichtart ganz selbstverständlich aufzuzählen wusste, kennen wir heute nicht mehr oder würden es jedenfalls nicht als Gattung bezeichnen.
Diese Beobachtung, also dass wir offenbar irgendwie unterschiedliche Gattungsbegriffe verwenden, war Anlass dafür, ein paar Artikel aus dem Metzler-Lexikon Literatur unter die Lupe zu nehmen und dabei einen Überblick über Genres der Gattungen zu gewinnen. Da ging es dann unter anderem um Gattungen, Genres, Textsorten, Dichtarten und so weiter. Aufgefallen ist uns hier einerseits der literaturwissenschaftliche begriffliche Genre-Trouble. Zum anderen ist uns aufgefallen, dass die Gattungstrias eben in diesem Lexikon nicht zu finden ist und dass wir dort, wo die Gattungstrias in Artikeln behandelt wird, immer wieder auf Goethe stoßen. Über die Gattungstrias nachzudenken bedeutet also auch, sich mit der Autorität Goethes zu befassen, wie auch immer zu befassen, und das heißt eben, sich mit seiner Naturformidee zu befassen. Da machen wir nächste Woche weiter. Für heute vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut durch den Rest der Woche.